Also ich warte ja gerade auf Dong, weil ich treffe mich heute mit dem Gemeinde heute nach Frankfurt. Aber ich bin gerade hier wo ausgestiegen, wo ich jetzt gleich auf Dong warten muss. Und mir ist aufgefallen, dass ich hier gerade in einem Ort bin, wo ich mit meinem Bruder mehr oder weniger einen Lost Place richtig einen Geocache so gefunden habe. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch die Aufnahme. Diesen Tunnel hier, das ist halt dieser richtig lange Tunnel, war es halt etwas dunkler und da sah es etwas geil aus. Auf den Bildern sind wir auch echt nur hingegangen, weil es auf den Bildern echt so richtig geil aussah. Aber, ja. Hallo Leute, heute habe ich wieder einen neuen Bastard auf YouTube Deutschland gefunden. Den kennt man gar nicht, ich glaube irgendein so Minecraft-YouTuber mit 10 Abonnenten. Ja. Hi. Hallo, bist du MCXXKevinXXLP010? Ja. Cool, der ist 8 Jahre alt. Ja? Ja. Danke, danke. Ey. Ich bin kein treuer Abonnent, verpiss dich. Was? Ich wusste genau, der hat seine Bose-Kopfhörer auch dabei. Bose, ey. Ja, ich wusste es ganz genau, er wird es auch haben. Jetzt Intro von Minecraft XX Kevin XX so 2010. Hey Leute, wer kommt sein? Hallo, guck dir diesen Vergleich an, ey. Warte mal, hier ist Vergleich. Bildschirm, das geht nicht richtig. Aha, da. Ich mit der fetten DSLR und er sagt, ich bin die Sony zu groß. Ja. Warte mal ganz kurz. Jo Leute, wir sind gerade hier am und heute ist Comic Con. Ich habe gedacht, einfach so ein bisschen zu gehen. Also, wenn man Spaß haben will, muss man mit diesem Typen hier rumlaufen, ne? Wäre steil. Du musst halt einfach, ich muss da sagen, ich war früher der unlustigste Spasten. Ja. Nein. Das kann ich bestätigen. Nee, wirklich, ich sehe das selbst ein. Ich war richtig unlustig. Ich bin auch heute noch richtig unlustig. Ja. Weißt du, ich bin aber halt einfach nur viel behinderter. Das ist der Unterschied. Ja, gut, ne? Ich hab auch schon ein oder zwei gesehen. Ja? Oh shit. Weißt du, ich nicht. Boah, das ist ganz sicher, was heute angeht. Der Film, dein Arsch. Und wir haben Langeweile. Ach du Scheiße. Das Tolle ist ja, ich konnte vorher nicht in der Öffentlichkeit bloggen. Ja, ich hab auch nie kein Problem mit. Ich bin sowieso ein Spaß, von daher brauche ich keine Zeit. Die ist ja richtig beschissen aufgebaut. Ey, das Einzige, was cool aus, ich finde, ist diese Hüpfburg. Das Einzige, was ich cool finde, ist der Schiff von Han Solo da. Ja, ey, das Schiff, ey, das ist übelst nice. Ja, schon. Tschala. Hey, tschala. Einzig, aber nicht artig. Ja. Oh, Junge, das ist meine Lieblingsläden. FKK.de, noch besser. Ja, das ist wieder immer kinderfreundlicher hier. Und dann kommt der andere. Petaku. Petaku! Los, Angriff. Der ist er, da rennt er. Petaku, komm zurück. Dong und ich laufen gerade immer noch am Mainufer lang. Das muss geil sein, da oben auf dem Ding so einmal hier rüber zu fahren. Was ja auch gerade ganz interessant ist, sie haben hier hinten was Riesiges auf. Oh, der Dong. Hi. bezüglich eines riesigen Putschs in Brasilien, ich bin ja selber halb Brasilianer. Ich mach so den Fokus. Ich bin ja selber halb Brasilianer. Da habe ich mal gerade eben, du bist kein halb Brasilianer. Und ich habe heute eben mal danach gefragt, da gibt es den Putsch für die ganzen politischen Ereignisse, wie zum Beispiel die Minderheiten, den nativen Einwohnern, dann auch lesbische oder transsexuelle, dann Feministen, die dann alle deswegen umgebracht wurden, weil man sie sozusagen deutlich akzeptiert hat. Ich muss selbst sagen, ich wusste das selbst, obwohl ich halt Brasilianer bin. Das ist perfekt. Das ist top. Marathon-Sprinter-Dong-Anime. Dramatisch.
schon voll menschlich gesehen ist die Fuckstoße. Das Fußballspiel ist fertig. Nach hinten. Zum zweiten Waggon, Alter. Ach ja, stimmt, ja, dann wollen wir auch noch was.